Ja, moin Leute, Grüße, Johnny wieder hier. Ich habe mich jetzt ein bisschen hier mal umgeschaut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer noch keinen Schimmer, wo es hier überhaupt lang geht. Was ich gefunden habe, ist so ein, naja, wie so ein kleines, ich sag jetzt mal Rätsel. Und ich habe in so einem Turm eine Essenz gefunden. Bin mir gerade unsicher, ob ich die schon eingesetzt habe. Ja, ich hoffe, ich kriege heute irgendwie raus, wo es hier lang geht. Sonst, ja, wird es irgendwie Brühe. Jetzt. Noch eine Essenz, cool. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch drei insgesamt haben. Genau, eine schon eingesetzt und die anderen zwei sind dann praktisch noch offen. Okay. Ich versuche jetzt wirklich irgendwie erstmal rauszufinden, wo es hier lang geht. Also wo es weitergeht. Ich habe hier echt keine Ahnung. Das Spiel, das gibt dir jetzt auch nicht wirklich so die Möglichkeit, zu sehen, wo du jetzt genau lang musst. Also das ist ja praktisch alles selber rausfinden. So, wieder ein bisschen Kükeniderz. Komme ich hier durch? Ja, okay. Da hinten war ich schon in der letzten Folge. Aber, oder? Es kommt mir bekannt vor. Aber vielleicht geht es hier hinten irgendwie weiter, aber es sieht nicht so aus. Na. Okay. Das ist natürlich doof. Hier ist noch was. Aber das ist wieder so ein komischer, so ein Siegel oder sowas, wo ich wieder nichts machen kann. Also ich habe hier diesen Pfeil, aber gut. Dann würde ich sagen, erst noch mal wieder zurück zum Heiligtum. Und dort einfach mal schauen. Also vielleicht geht es ja irgendwo hier hinten dann weiter. Ich hier so über die Felsen gehe. Komme ich dann dort hinten hoch? Ne, sieht nicht so aus. Oh Mann! Die Brücke war auch gesperrt. Da drin war der Opa. Ah, warte mal, vielleicht dort hinten lang. Das sieht nicht schlecht aus. Ah, wenn ich ins Wasser gehe, sollte ich vielleicht noch ein bisschen eine Kokosnuss. Okay, der war leicht. Okay, der ist nicht geschwommen. Gut, vielleicht ja hier hinten. Die sind One-Shot und geben mehr XP als die Kürbisse. Also fast One-Shot. Der gab sogar 10. Ich bin schon fast wieder Level up. Ach nein, das addiert sich, die EP, die man insgesamt bekommt. Okay. So, dann schauen wir mal hier. Hier ist ein Lagerfeuer. Wo ist er? Hier. Gut. Ich glaube. Warum kriselt das jetzt so? Hier geht's auch wieder nicht weiter. Aber hier kann ich jetzt erstmal meine Essenzen verteilen, also wieder natürlich schön auf Damage. So. Bigus, Dicus, Damages. So. Was mir aufgefallen ist, ich habe gar keine Heiltränke mehr. Dann müsste ich gegebenenfalls mal welche herstellen. Aber wie? Ich kann die nicht herstellen. Ich weiß nicht, wie ich die herstelle. Ich habe die Materialien, aber ich kann es nicht herstellen.
Geht's hier hinten vielleicht weiter? Na. Ah, hier ist eine Kiste. Tödliches Zahnradschild. Wow. Das ist bestimmt besser als mein crappy Schild. Das gibt mir 2 Damage. Wie geil ist denn das? Und sieht cool aus. Das leuchtet sogar, wie geil. Okay, gut. Aber das hilft mir jetzt so praktisch immer noch nicht weiter. Ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und warum kriselt das hier so? Kann ich das vielleicht mit den Bomben machen? Ja, geil! Vierte Schatzkammer des Skelettkönigs. Okay, jetzt haben wir Top-Down-Sicht. Alles klar. Geringer Lebensdrang. Das ist gut. Irgendwie konnte ich die gerade nicht hitten. Boah, scheiße. Die sind Level 14. Oh, oh, oh. Holy moly. Alter, hauen die rein. Dein Schild ist zerstört. Scheiße. Aber ist machbar. Vielleicht. Gut, der erste ist tot. Wenn ich... Das Schlimmste sind die Typen hier. Ich denke, das Schlimmste ist aus dem Weg. Ich kann es schaffen. Komm schon, ich hab's gleich. Die geben einen EP. Alter, geil. Das waren 4 Level 14er. Was ist das? Kürbisbombe 5-mal. Okay, dort sollte ich vielleicht nicht rein. Das war's schon. Nee. Geht's hier weiter? Oh Scheiße. Die blocken mich. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Vielleicht mit einer Bombe. Jawoll. Oh oh. Oh 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 oh. Stirb! Also die Bomben, die machen ja echt Damage. Okay. Den schaffe ich vielleicht so. Ich darf jetzt nicht gehittet werden. Es kommt noch mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Bomben sind völlig OP. Und ich bin fast tot. Broken. Okay, neue Schultern. Ach, erforderlich Level 15. Okay, also hier mache ich nicht weiter. Das bringt absolut gar nichts. Ui. Die geben ja nicht mal viel EP. Ich muss mich heilen. Das war jetzt eine Hausnummer. Okay. Aber dafür, dass die Level 14 waren, haben die durch die Bomben ganz schön viel Schaden genommen. Komme ich hier hoch vielleicht? Nee. Oder? Hier irgendwie? Nee. Ach Mann. Ich glaube, war das der Turm, wo ich schon drauf war? Ich glaube ja. Genau, das war der, wo ich hochgeklettert bin.
So, aber es muss doch irgendwo einen Weg geben, wo es weitergeht. Die Frage ist, wo? Warte mal. Am Anfang, der Opa hat doch gesagt, östlich in den Nähe, östlich gibt es irgendwo Nebelhöhlen. Aber östlich wäre ja dann praktisch hier. In der Richtung. Vielleicht, wenn ich jetzt die Küste lang gehe und hier eine Kiste finde. Oh, Plattformer. Super. Ich liebe Plattforming. Nee. Ah, gut, das war nicht so schwer. Schon wieder Schultern. Okay. Ich gucke jetzt einfach mal hier an der Küste lang. So, hier ist wieder so ein Ding, wo ich nicht reinkomme. In der Burg bin ich auch nicht weitergekommen. Da hat's mir ja. Da brauchte ich noch irgendeine Fähigkeit, um die. Um diese Dinger zu bewegen, diese Klötze. Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. Das ist alles zu hoch für mich. Sehr komisch. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, wo es eventuell weitergehen könnte, dann lass es mich gerne wissen. Weil ich bin echt lost. Vielleicht doch irgendwie in der Burg. Also der Damage hat sich echt verbessert. Warte mal. Also so konnte ich zumindest das Ding zerstören. Ah! Jetzt kann ich es bewegen. Endlich. Das war so simpel, aber man muss erstmal drauf kommen. Alles klar, sehr geil. Jetzt kann ich mir den Schatz holen. Ein Schwein. Der Klassiker. Okay, dort war ich schon. Dort hinten ist noch ein Rätsel und dort oben ist dann praktisch. Genau. Dort wäre dann der Schatz. Ich würde erstmal hier auf diese kleine Anhöhe gehen. Vielleicht kann man hier noch irgendwie ein geiles Item abschrauben oder so. Hui! Aggressives Schwein. Alles klar. Okay. Ja. Nee. Warte mal, da muss ich jetzt praktisch so, dass ich dann dort hochkomme. Zack. Na. Komm schon. Jetzt. Und ab. Es ist extrem nervig. So. Ja. Sehr gut.
Schaffe ich das? Das schaffe ich doch gar nicht. Der springt gar nicht weit genug. Na. Nee, schaffe ich nicht. Oh Mann! Also gibt es da noch sowas wie einen Doppelsprung oder sowas? Hm. Ach, Mann, diese Schweine, das ist nervig mit diesem Ansturm jedes Mal. Gut, na dann, würde ich sagen, erstmal da hoch. Oh Mann, das sind weite Wege. Frag mich, ob man später noch irgend sowas wie ein Mount bekommt oder sowas. Aber ich denke eher nicht. Hm. Warte mal, komme ich dort? Ja, da müsste ich hochkommen. Vor allen Dingen, ich möchte auch mehr Ausdauer haben. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann mehr Ausdauer. Ah, ein Lager. Sehr gut. Das heißt, hier ist jetzt Dungeon. So, ich würde echt gern... Muss ich das vielleicht mit der Maus machen? Ich muss es mit der Maus machen. Mmh, alles klar. Jetzt muss man das mal wissen. Es ist so ganz hundertprozentig ist der Controller-Support noch nicht da. Dritte Schatzkammer. Okay. Sind die auch Level 11? Ne, die sind Level 1. Aber das ist sehr easy. Achtmal. Ui. Verdammt. Achtmal Kürbisbombe. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh Mann. Im Vergleich zu dem anderen Dungeon ist das ja echt easy. Okay, hier kommen gar keine Gegner. Die sind auf einmal Level 4, also dieses Scaling hier ist echt komisch. Und Level 5. Okay. Die Tür geht benötigte Materialien. Achso. Türschlüssel 1. Einmal. Hopp. Und hier ist der Türschlüssel drin. Ah, wusste ich's. Muss ich jetzt hier wählen oder kann ich beide nehmen? Ah, ich kann beide nehmen, okay. Ja, cool. Ja, gut, ich habe wenigstens einen getroffen. Langsam wird es eng mit dem Leben. Oh, ein neues Schwert. Das will ich haben. Ich hoffe, das ist besser als meins. Vermutlich, ich habe ja noch die Startwaffe. Die sind Level 10. Die Bomben sind einfach völlig crazy. Schwert. So, meins hat 10. Das ist wieder so eins. Oh Mann. Ach, was ich mal machen könnte. Ich könnte mal mein Schild reparieren. So. Alles klar. Weiter geht's. Oder wie jetzt? War da noch eine Tür, die dann zugegangen ist? Die hier war das, glaube ich. Oder? Nee. Das war's, oder? Ja, das war's. Nee. Unten habe ich eine Karte. Da zeigt es mir noch eine Truhe an.
Ah! Eine ewige Essenz. Ja, nice. Aber das war nicht die Quest, oder? Nee, die Quest ist noch offen. Okay, also muss es hier doch noch mehr geben. Das finde ich cool, man bekommt EP für Kisten. Erheblicher Lebenstrank. Es gibt mehrere Lebenstränke. Was ist das? Das ist ein Zweihänder. Dude, geil. Nein, das ist fast genauso schnell. Ich kann nicht mehr wirklich blocken. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Meine Blocken tue ich ja eh kaum. Ich renne ja meistens rum. Schildreparatur-Kit. Okay, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Okay. So. Warte mal. Technik. Ich würde ja gern mal wissen, was das alles macht. Mehr Damage. So. Also Leben und Angriff ist natürlich klar. Hier geht's hoch. Aber sowas wie Technik oder so. Das wäre mal interessant zu wissen. Schwere Kugel. Für einen Revolver. Okay. Ich muss mal ganz kurz. Alles klar. Ja, cool. Das heißt, wir können jetzt die Quest abgeben. Ich würde ja gerne noch mal kurz den Damage testen von dem Schwert. Das machen wir in dem Dicken hier. Junge. Diese Waffe da auf deinem Rücken, ich kenne sie. Das ist der Falconid-Revolver. Nein, ist es nicht. Das ist ein Zweihänder, du Idiot. Gute Arbeit, dir den zu holen. Er wird dir bei deiner Aufgabe sehr nützlich sein. Du solltest die nötige Munition an einer Handwerksstation herstellen können. Level erhöht. Ja, geil. Damit kann ich jetzt vielleicht diese Türen öffnen. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Abonniert mich, wenn ihr Lust habt. Oder macht einen Kommentar drunter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.